Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, was der Kollege Brinkhaus eben zur Einlagensicherung gesagt hat und zur Vergemeinschaftung, findet unsere uneingeschränkte Unterstützung. Das ist sehr gut. Das ist nämlich ein stabilisierendes Element in Europa, auch wenn es national im Moment organisiert ist. Ich bin auf dem Herweg mit dem Fahrrad gekommen und habe einzelne Leute mal gefragt, am Wegesrand und eben noch im Restaurant, was Sie sich unter dem Abwicklungsmechanismusgesetz vorstellen können. Und es wird niemand glauben, es wusste keiner, was damit gemeint ist. Und dafür habe ich vollstes Verständnis. Deshalb will ich dazu noch mal einen Satz sagen. Wir hatten ja eine Krise. Die Banken waren insolvent, also zahlungsunfähig. Aber es war unklar, wie die Banken oder wir damit umgehen, weil die kein Insolvenzrecht hatten. Was haben wir dann gemacht? Wir haben die Banken mit Steuergeld gerettet. Und das hat natürlich die Steuerzahler und uns sehr geärgert, denn wir wollten ja die Sparer schützen, aber wir wollten natürlich jene beteiligen, die die Krise verursacht haben. Also die Spekulanten, die Erfinder von toxischen Produkten und wie wir inzwischen auch wissen, Leute, die zum Beispiel den Libor manipuliert haben und daran verdienten. Solche Leute sollen eigentlich die Krise bezahlen, das ging aber nicht. Das Gute bei so einem Insolvenzverfahren ist ja, dass man bei einer Insolvenz schaut, was ist in dem Unternehmen gut, das will man erhalten, und was ist schlecht, was ist nicht mehr tragfähig, das will man vom Markt nehmen. Und dieses Ziel verfolgen wir heute mit diesem Gesetz, das ich eben mit dem komplizierten Namen beschrieben habe. Damit wollen wir künftig also die Sparer, die Steuerzahler und Kreditnehmer schützen und wollen dabei schauen, dass die Banken durch Bail-in, also durch Bezahlung all dessen, was in der Bank ist und derjenigen, die da arbeiten und Risiken eingehen, übernommen wird. Jetzt gibt es immer Kritik an der letzten Instanz, weil wir sagen, die Banken sollen 55 Milliarden in einen Fonds einzahlen. Und diese Zahl wird immer kritisiert, gelegentlich von den Grünen, aber Axel Trost hat das auch wieder gemacht. Und ich will mal meinen berühmten Zollstock rausnehmen. Das ist in etwa so, als wenn man eine Treppe, sagen wir mal, in den ersten Stock baut, kann man oben oder unten anfangen, je nachdem, was es für eine Treppe ist. Also jedenfalls hat man irgendwie eine solche Treppe, kann man sich das als Treppe vorstellen. Und der Axel Trost sagt jetzt immer, also diese Stufe, die ist ja viel zu niedrig, da kann man das erste Stockwerk gar nicht erreichen. Sagen wir ja, Moment mal, du hast ja vom Gesamtzusammenhang gesprochen, wir müssten uns die ganze Treppe anschauen, weil wenn man die geht, erreicht man auch das oberste Stockwerk. Und um das etwas genauer zu beschreiben mit den Stockwerken, du hast ganz vergessen, dass jetzt das harte Eigenkapital zunächst haften muss. Ja, das ist richtig. Dann muss das zusätzliche Eigenkapital haften. Das ist auch richtig. Dann muss das Ergänzungskapital haften. Das ist auch richtig. Dann wird Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt durch Wandlung. Das ist auch richtig. Dann gibt es Abschreibungsvorschriften. Auch das ist richtig. Ich will das gar nicht zu Ende führen, weil wir merken, dass diese 55 Milliarden nur die letzte Stufe sind, du alle anderen vergisst und deshalb auch den Gesamtbetrag nicht nennst. Es wäre doch interessant, in deiner Rechnung zu erfahren, wie groß ist eigentlich die gesamte Sicherung, die aus dieser Gesetzgebung folgt. Und das weiß keiner, auch nicht der Axel Trost, deshalb kann er es auch nicht kritisieren. Jedenfalls nicht so weit, dass 55 Milliarden nicht genügen, wenn er alles andere nicht berücksichtigt. Ja, wenn ich alles weglasse, dann habe ich natürlich zu wenig, das ist klar. Und das ist eine sehr, was uns geärgert hat, will ich auch sagen. Da mache ich die kleine Zäsur, dass der Bankenverband immer wieder versucht hat, diese Bankenabgabe als Betriebsausgabe steuerlich geltend zu machen. Und da muss ich sagen, das hat uns geärgert. Anfangs haben die gesagt, ja, muss gleichmäßig in Europa, alle anderen haben das nicht. Aber die wollten das auch noch, als Frankreich schon längst auf diesem Weg war. Und da, finde ich, haben die Banker eine Logik nicht verstanden. Denn wenn wir das als Betriebsausgabenabzug steuerlich zulassen würden und steuerlich geltend lassen würden, dann hieße das ja, dass der Steuerzahler sich an dem, was die Bank zu ihrer eigenen Rettung einzahlt, wieder mit 30% beteiligt. Und das war das, was wir nicht wollten. Deshalb sind wir dankbar, dass das ein guter Kompromiss zwischen uns allen geworden ist und dass diese Anrechnungsfähigkeit auch als Steuersparmodell in dieser Phase nicht gewirkt hat. Also das ist eine sehr gute Idee. Und ich will noch kurz belegen, woran wir erkennen, dass unsere Regulierungen gut funktioniert haben. Ich komme ja ungern auf die Ratingagenturen zurück, weil Fitch und Standard & Poor's, jeder weiß ja, Ratingagenturen sind. Jeder kennt meine
guten Englischkenntnisse und weiß, dass Rating von Raten kommt. Deshalb komme ich immer nicht gern drauf zurück. Aber die haben was Gutes gemacht. Die haben nämlich die Bonitätsnoten vieler Banken gesenkt. Daraus folgt zwingend für die Banken, dass sie sich selbst darum kümmern müssen, mehr Eigenkapital aufzubauen, die innere Sicherheit der Banken zu stabilisieren. Und da merkt man, dass unsere Regulierung via der Urteile auch der Ratingagenturen sehr gut funktioniert. Und ich hoffe, dass sie so gut funktioniert, dass der Steuerzahler tatsächlich nie mehr zur Kasse gebeten wird, weil Manager Fehlentscheidungen treffen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Lothar Binding, auch für die Treppe, die Sie präsentiert haben. Letzter Redner dieser sehr emotionalen Debatte, Klaus-Peter Flossbach für die CDU-CSU. Ja, für uns